Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Heute wird es mal wieder Zeit für den Vergleich der Vergleiche. Apple vs. Samsung, iPhone XS vs. Samsung Galaxy S9. Nachdem ich Anfang des Jahres ja schon das iPhone 10 mit dem Galaxy S9 verglichen habe, wollen wir heute einfach mal schauen, ob Apple es geschafft hat, mit dem iPhone XS beispielsweise bei der Kamera aufzuholen, was so generell die größten Unterschiede sind und natürlich, welches von beiden für wen von euch besser geeignet ist. Bevor es gleich losgeht, aber noch ein wichtiger Hinweis, weil ich weiß, dass das einige Fragen werden. Ich habe mich bewusst für das Galaxy S9 hier für diesen Vergleich entschieden und nicht für das Galaxy S9 Plus. Einfach weil ich der Meinung bin, dass diese beiden Smartphones hier in exakt der gleichen Größenklasse spielen und dementsprechend auch eine ganz ähnliche Zielgruppe ansprechen. Das S9 Plus hingegen, das müsste man in meinen Augen eher mit dem iPhone XS Max vergleichen, wobei sich da natürlich eher ein Vergleich mit dem Note 9 anbietet. Der wird, by the way, auch noch kommen, sobald ich wieder einen Note 9 hier habe. Ich werde trotzdem das Galaxy S9 Plus 2 bis 3 Mal auch hier im Video erwähnen, allerdings nur an den Stellen, wo es Sinn macht und wo es wirklich Unterschiede im Vergleich zum S9 gibt. Aber ja, die halten sich ja eh in Grenzen, das wissen wir alle. Jetzt, wo das geklärt ist, wünsche ich euch aber auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Wie anfangs schon erwähnt, größentechnisch spielen das iPhone XS und das Galaxy S9 in einer ganz ähnlichen Liga. Das S9 ist einen Tick höher, das iPhone etwas breiter, aber im Alltag merkt man das nicht wirklich. Da fällt nur auf, dass beide ziemlich gut in der Hand liegen und sich anders als die größeren Brüder auch noch gut einhändig bedienen lassen. In meinen Augen ein riesiger Vorteil. Der einzige Unterschied, der mir hier immer wieder auffällt, ist das zu den Seiten hin leicht abgerundete Display des Galaxy S9. Im Zusammenspiel mit dem matten Aluminiumrahmen fühlt sich das einfach nicht so aus einem Guss an wie beim iPhone XS. Das mag zum Teil auch Geschmackssache sein, aber ich finde einfach, dass das iPhone etwas angenehmer in der Hand liegt. Sobald man die Displays einschaltet, fällt auf, dass prinzipiell beide Smartphones ziemlich dünne Displayränder haben, die allerdings unterschiedlich realisiert worden sind. Während Apple nämlich wieder auf ein Display mit Notch setzt, verzichtet Samsung auf diese kleine Aussparung oberhalb des Displays und lässt dafür lieber den Rand etwas dicker. Auch hier ist es am Ende wieder Geschmackssache, was einem besser gefällt. Und während das S9 an den Seiten hin die etwas dünneren Ränder bietet, gewinnt das iPhone beim Kinn, also dem Bereich unterhalb des Displays. Ich finde auf jeden Fall, dass beide Smartphones von vorne ziemlich futuristisch aussehen. Tasten findet ihr bei beiden auf der Vorderseite keine, dafür hat das Galaxy S9 aber sowohl eine Benachrichtigungs-LED als auch ein Always-On-Display für verpasste Benachrichtigungen. Das ist so eine Sache, die ich bei den iPhones persönlich immer vermisse. Die unterschiedlichen Materialien beim Rahmen habe ich ja eben schon kurz angesprochen. Während Apple hier auf Edelstahl setzt, besteht der Rahmen des Galaxy S9 aus matt im Aluminium. Ich finde, wie gesagt, dass sich der des iPhones etwas angenehmer und hochwertiger anfühlt. Dafür ist der des S9 aber deutlich weniger anfällig für Fingerabdrücke oder Kratzer. Selbst bei der Anordnung der Tasten sind die beiden Smartphones sich dann ziemlich ähnlich. Ein paar Eigenheiten gibt es aber doch. Während Apple nämlich wieder einen Mute-Switch auf der linken Seite verbaut, hat Samsung hier eine dedizierte Taste für Bixby, also den hauseigenen Sprachassistenten. Der Einschub für die Nano-SIM-Karte sitzt bei Apple dann auf der rechten Seite, bei Samsung hingegen auf der Oberseite. Prinzipiell sind beide Smartphones Dual-SIM-fähig. Während das S9 aber tatsächlich 2 physische SIM-Karten unterstützt, braucht ihr beim iPhone eine zusätzliche eSIM, sobald das Feature überhaupt mal aktiviert worden ist. Alternativ habt ihr beim S9 auch noch Platz für eine MicroSD-Karte, um den standardmäßig 64 GB großen internen Speicher zu erweitern. Das ist auch wieder ein Vorteil für Samsung, denn beim iPhone habt ihr zwar die Möglichkeit, bis zu 512 GB internen Speicher zu nehmen, das lässt Apple sich aber kosten und der Speicher kann eben nicht erweitert werden. Die meisten Unterschiede gibt es dann aber auf der Unterseite. Zunächst fällt hier auf, dass das Galaxy S9 nach wie vor einen 3,5 mm Klinkenanschluss besitzt, das iPhone hingegen nicht. Apple setzt natürlich wieder auf den hauseigenen Lightning-Anschluss zum Laden oder für Datenübertragung, Samsung setzt hingegen auf USB-C. Ansonsten finden wir hier in beiden Fällen noch den Lautsprecher, der durch einen zweiten Lautsprecher, der jeweils in die Hörmuschel auf der Vorderseite integriert ist, unterstützt wird. Prinzipiell muss ich sagen, dass die Lautsprecher beider Smartphones richtig gut klingen. Sie sind ähnlich laut, das iPhone XS liefert aber einen noch etwas volleren Klang. Das sind aber Nuancen, davon würde ich meine Kaufentscheidung nicht abhängig machen. Außerdem sind beide Smartphones noch nach IP68 gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Die Rückseite besteht in beiden Fällen aus zu den Seiten hin leicht abgerundetem Glas. Das sieht super aus und fühlt sich extrem hochwertig an. Generell sind Haptik und Verarbeitung bei beiden Smartphones hervorragend, da möchte ich keinen Gewinner ausmachen müssen. Beide haben aber auch den Nachteil, dass die Glasrückseiten eben extrem anfällig für Fingerabdrücke sind.
Was mir bei Samsung aber etwas besser gefällt, ist die Tatsache, dass die Kamera kaum aus dem Gehäuse hervorsteht. Beim iPhone tut sie das doch deutlich, das führt dann aber dazu, dass es beispielsweise auf einem Tisch liegend beim Scrollen gerne mal wackelt. Was auch sofort auffällt, ist der Fingerabdrucksensor unter der Kamera, den Samsung nach wie vor verbaut. Über den kann das S9 schnell und sicher entsperrt werden. Alternativ kann man es aber auch über eine Kombination aus Gesichtserkennung und Iris-Scanner entsperren. Das iPhone XS hingegen verzichtet auf einen Fingerabdrucksensor und wird nur über Face ID, also Apples Gesichtserkennung, entsperrt. Das, was jetzt kommt, ist definitiv subjektiv, aber ich persönlich gebe diesen Punkt hier trotzdem an Apple. Face ID funktioniert nämlich einfach in fast allen Situationen, egal bei welchen Lichtbedingungen, egal ob meine Hände gerade schwitzig sind oder ob ich Handschuhe trage. Samsungs intelligenter Scan ist nett, aber sobald man mal auf den Iris-Scanner angewiesen ist, wird es zumindest bei mir zum Glücksspiel. Lieber eine zuverlässige Entsperrmethode, die immer funktioniert, als drei, die jeweils ihre Schwächen haben. Zumindest meiner Meinung nach. Der größte Unterschied zwischen diesen beiden Smartphones ist und bleibt aber natürlich das Betriebssystem. Während das iPhone mit iOS, also Apples mobilem Betriebssystem, daherkommt, läuft auf dem Galaxy S9 momentan Android 8.0 mit Samsungs Experience UX in der Version 9. Das hier soll kein Vergleich der Betriebssysteme werden, trotzdem lässt sich festhalten, dass beide ihre Vor- und Nachteile haben. Ich persönlich ziehe diese Gestensteuerung des iPhone XS den Onscreen-Tasten des Galaxy S9 mittlerweile vor. Ich finde die Gesten deutlich intuitiver und oft auch schneller. Das Galaxy S9 hingegen hat ebenso Dinge wie ein Always-On-Display, einen Theme-Store, über den man das Aussehen komplett verändern kann und generell durch Android einfach viel mehr Einstell- und auch Personalisierungsmöglichkeiten. Dieser Vorteil wird einfach immer bleiben. Dafür ist die Qualität der Apps für iOS oft noch immer einen Tick höher. Am Ende muss man da einfach jeder für sich selbst entscheiden, welches System ihm oder ihr besser gefällt. Aber kommen wir zurück zu den greifbaren Dingen. Die beiden haben natürlich auch unterschiedliche Prozessoren. Apple verbaut seinen hauseigenen A12 Bionic Hexacore Prozessor, der mit maximal 2,5 GHz taktet und von 4 GB RAM unterstützt wird. Samsung setzt auf den ebenfalls hauseigenen Exynos 9810 Octa-Core Prozessor mit maximal 2,7 GHz und ebenfalls 4 GB RAM. Das Galaxy S9 Plus hat sogar 6 GB RAM. Auf dem Papier sind beide also ziemlich stark ausgestattet. Im Alltag ist es aber so, dass die Performance prinzipiell in beiden Fällen echt gut ist. Samsung hat es dieses Mal geschafft, die Performance des Galaxy S9 auf einem ähnlich hohen Niveau wie zum Marktstart Anfang des Jahres zu halten. Das war letztes Jahr ja noch anders. Trotzdem ist das iPhone hier nochmal einen Tick besser. Apps starten manchmal etwas schneller, Scrollen funktioniert generell flüssiger und das Bedientempo ist einfach etwas höher. Ruckler oder Verzögerungen sind hier eine Fehlanzeige. Der Unterschied ist nicht riesig, aber es fällt doch auf. Auch bei Spielen. Wobei es da in meinen Augen eher daran liegt, dass Spiele für iOS oft einfach noch einen Tick besser optimiert wurden. Natürlich könnt ihr auch mit dem Galaxy S9 aktuelle Spiele problemlos und in toller Grafik zocken. Nur auf dem iPhone läuft eben alles noch etwas flüssiger und sieht noch etwas besser aus. Der Punkt geht also, wenn auch knapp, an Apple. Nun kommen wir aber zu meinem persönlichen Lieblingsthema, den Displays. Beide Hersteller verbauen ein 5,8 Zoll großes OLED-Display und auch wenn die Marketingabteilung es jeweils anders nennt, ist es die gleiche Technologie. Samsung liefert aber die höhere Auflösung. Mit 570 ppi liegt das S9 hier klar vor dem iPhone XS mit 458 ppi. Und das sieht man auch, zumindest im direkten Vergleich. Ich bin zwar der Meinung, dass im Alltag beide Displays scharf genug sind, aber wenn man die beiden so nebeneinander liegen hat, dann sieht man eben einen leichten Schärfeunterschied zugunsten des S9. Das iPhone hingegen punktet dann aber wieder in Sachen Farbdarstellung bzw. Farbechtheit. Ich habe es ja schon im Review gesagt, ich kenne kein anderes OLED-Panel, das Farben so realistisch, aber gleichzeitig noch intensiv darstellt. Da kann das S9 einfach nicht mithalten, vor allem auch nicht beim Weißwert. Und wer jetzt aufschreit, dass das iPhone-Display doch auch von Samsung gebaut wird, dem würde ich einfach mal empfehlen, nach Display-Kalibrierung zu googeln. Unentschieden steht es dann aber wieder beim Thema Helligkeit. Hier sind beide Displays einfach unglaublich gut und selbst bei direkter Sonneneinstrahlung problemlos ablesbar. Während das iPhone aber auch bei manueller Einstellung eine hohe Helligkeit erreicht, muss das S9 dafür im Automatikmodus sein. Das ist so die einzige Sache, die mich beim S9 etwas stört. Alles in allem sehen wir hier definitiv zwei der besten Displays auf dem Markt, die für sich betrachtet aber nochmal ganz eigene Vorteile und auch ein paar Nachteile bieten. Und dann müssen wir natürlich auch noch über die Kameras sprechen, für viele mit das wichtigste Feature eines High-End-Smartphones. Apple verbaut hier eine 7, Samsung eine 8 Megapixel Frontkamera, wobei das S9 die lichtstärkere Blende hat. Auf der Rückseite finden wir dann in beiden Fällen eine 12 Megapixel Hauptkamera, die im Falle des iPhones aber noch von einem zweiten 12 Megapixel Teleobjektivsensor unterstützt wird. Was ganz Ähnliches macht Samsung auch beim Galaxy S9 Plus. Auch hier liefert Samsung aber wieder die etwas lichtstärkere Blende. Bei der Software ist das dann so eine Sache. Auch wenn ich die bei Apple sehr intuitiv und einfach zu bedienen finde, vermisse ich einige Einstellmöglichkeiten, beispielsweise einen
manuellen Modus, den bietet Samsung natürlich und noch vieles, vieles mehr. Apple hat beim iPhone XS aber den Porträtmodus überarbeitet, der Grad der Unschärfe kann nun im Nachhinein noch bearbeitet werden. Das haben sie ziemlich gut und intuitiv gelöst, beim S9 geht das nicht. Generell fällt auf, dass der Porträtmodus des iPhone XS nicht nur mehr Einstellmöglichkeiten, sondern auch die etwas besseren Ergebnisse liefert. Vergleicht man ihn dann aber mit dem des Galaxy S9 Plus, dann wird man schnell bemerken, dass man hier ähnlich viele Einstellmöglichkeiten hat und ganz ähnliche Ergebnisse erzielen kann, auch wenn Apple das in meinen Augen einfach einen Tick besser umgesetzt hat. Aber gehen wir mal weg von der Software. Wirklich wichtig ist natürlich die Bildqualität und auch hier hat Apple aufgeholt. Eine Sache vorweg, beide Smartphones machen hervorragende Aufnahmen und unterscheiden sich nur in Nuancen, die will ich aber kurz herausarbeiten. Zunächst fällt auf, dass beide sehr scharfe, detailreiche Aufnahmen mit wirklich guter Farbwiedergabe machen. Manchmal gefällt mir hier das S9 besser, manchmal das iPhone. Die Farbwiedergabe ist wirklich einer der größten Unterschiede. Wo das iPhone aber wirklich aufgeholt hat, das ist beim Dynamikumfang und ich denke, das sieht man auch. Das fällt aber wirklich nur in Extremsituationen so stark auf. Auch bei wirklich schlechten Lichtbedingungen schlagen sich beide Geräte ziemlich gut. Hier fällt ebenfalls auf, dass der Weißabgleich stets etwas unterschiedlich ist. Ich bilde mir ein, beim iPhone teilweise etwas mehr Details zu sehen, aber das sind auch wieder Nuancen. An ein Huawei P20 Pro kommen hier für mich beide nicht ganz ran. Trotzdem ist die Lowlight-Performance wirklich sehr gut. Der Punkt für die Frontkamera geht dann aber wieder an Apple, einfach weil die Aufnahmen etwas schärfer und vor allem auch farbechter wirken. Das S9 stellt mir vor allem Gesichter oft etwas zu kalt und einen Zick zu weich gezeichnet dar. Am größten sind die Unterschiede aber wohl wirklich bei den Videos. Prinzipiell können beide Smartphones 4K-Videos mit bis zu 60 Frames per Second aufnehmen. Die Videostabilisierung ist auch in beiden Fällen sehr gut. Man sieht aber, glaube ich, deutlich, dass das iPhone die schärferen und vor allem auch deutlich farbechteren Aufnahmen macht. Beim S9 wirkt es fast dauerhaft so, als wäre ein Filter drauf, vor allem auch bei weniger Licht hat das iPhone hier einfach die Nase vorne. Empfang und Sprachqualität sind bei beiden Smartphones ähnlich gut, da sehe ich jetzt keine großen Unterschiede oder höre ich keine. Deutlich interessanter ist da aber wieder das Thema Akkulaufzeit. Das iPhone XS hat einen 2659 mAh starken Akku, beim S9 sind es 3000 mAh, beim Galaxy S9 Plus zum Vergleich sind es sogar 3500 mAh. Und auch wenn ich sagen muss, dass die Akkulaufzeit generell bei keinem dieser Smartphones eine große Stärke ist, schlägt sich das iPhone hier einfach besser. Mit dem S9 habe ich oft Probleme, überhaupt durch den Tag zu kommen. Mit dem iPhone XS klappt zumindest das. Beim Galaxy S9 Plus sieht es ganz ähnlich aus. Damit schaffe ich ähnliche Laufzeiten wie mit dem iPhone XS. In Stunden ausgedrückt sind das etwa 4 Stunden Display-On-Time beim Galaxy S9 und 4,5 bis 5 Stunden beim iPhone XS und beim Galaxy S9 Plus. Immerhin unterstützen aber alle Geräte Wireless-Charging und Fast-Charging, wobei Samsung für letzteres direkt ein passendes Netzteil mitliefert. Bei Apple hingegen muss man auch hierfür nochmal extra Geld ausgeben, also Punkt für Samsung. Und damit sind wir schon wieder fast am Ende dieses Videos angelangt. Vorher folgt aber erstmal noch das Fazit und da beginnen wir erstmal mit den Punkten, die für das iPhone XS sprechen. Da hätten wir, wie am Anfang angesprochen, das etwas angenehmere Handling. Damit meine ich, wie gesagt, den Rahmen. Es liegt einfach etwas angenehmer in der Hand, zumindest für mich persönlich, aber das ist wohl so der subjektivste Punkt. Der nächste Punkt ist die etwas bessere Performance. Wie gesagt, das sind auch keine riesigen Unterschiede, aber hier schlägt sich das iPhone einfach einen Tick besser. Es hat auch das farbechtere Display. Das ist für mich wirklich so einer der größten Vorteile. Das macht Apple mit am besten. Wir haben außerdem die bessere Video- und die bessere Frontkamera. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu diskutieren. Und mir gefällt auch die Hauptkamera einen Tick besser, vor allem was den Dynamikumfang angeht. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Das iPhone hat außerdem die etwas bessere Akkulaufzeit, zumindest im Vergleich zum S9. Nicht im Vergleich zum S9 Plus, aber das haben wir ja eben schon durchgekaut. Und auch die etwas besseren Lautsprecher. Das ist aber wieder kein riesiger Unterschied. Größer ist der Unterschied dann beim Thema Updates, denn ich glaube, das wissen einfach alle. So ein iPhone wird einfach 4 bis 5 Jahre sicher mit Updates versorgt. Bei Apple bekommt man die schnell, da bekommen sie alle zum gleichen Zeitpunkt. Bei Android und vor allem bei Samsung war das in den letzten Jahren so eine Sache. Wenn man 2, 3 größere Updates kommt, dann darf man glücklich sein und oft lassen sie die eben lange auf sich warten. Also das ist auf jeden Fall nochmal ein Vorteil für Apple. Es gibt aber auch einige Punkte, die für das Galaxy S9 sprechen. Einfach ran natürlich der Preis. Ich habe jetzt eben mal geschaut, das liegt so bei Geizhals bei etwa 520 Euro. Das iPhone XS hat eine UVP von 1149 Euro. Dann gibt es immer mal wieder Angebote für das Galaxy S9 und so weiter. Es ist natürlich auch schon deutlich länger auf dem Markt.
insofern konnte der Preis sinken. Aber wer die iPhones kennt, der weiß, dass der Preis dann nicht großartig sinken wird. Also das ist einfach ein riesiger Vorteil. Wir sprechen hier im Prinzip vom halben Preis. Der nächste Punkt ist der matte Rahmen. Wie gesagt, Fluch und Segen zugleich, weil er einfach Vorteile hat, so was Gebrauchsspuren, was Kratzer und so weiter angeht oder auch Fingerabdrücke. Der nächste Punkt ist dann, dass das Galaxy S9 das schärfere Display hat. Da muss ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Das gilt auch für den erweiterbaren Speicher und den 3,5 mm Klinkenanschluss. Viele Leute legen darauf einfach immer noch viel Wert und wer das eben haben möchte, der muss im Prinzip zum Samsung Galaxy S9 greifen. Auch, dass das Fast-Charging-Netzteil im Lieferumfang so mit dabei ist, das wäre bei einem Vergleich mit irgendeinem Android-Smartphone überhaupt kein Pluspunkt, weil die haben das alle mit dabei, das iPhone aber eben nicht. Insofern ist das auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und der letzte Punkt ist dann einfach Android, denn Android ist das offenere System mit mehr Einstellen, mit mehr Personalisierungsmöglichkeiten. Und das jetzt nochmal so zu Samsung zurückzukommen, auch bei der Kamera hat man einfach mehr Einstellmöglichkeiten. Das möchte ich auch auf jeden Fall erwähnt haben. Sobald man den Preis mit einbezieht, muss man im Prinzip zum Galaxy S9 greifen. Wiederverkaufswert oder Wertbeständigkeit hin oder her, das gleicht nie und nimmer diese 650 bis 700 Euro Preisdifferenz aus, die wir momentan einfach haben. Wenn man das allerdings mal ausklammert, dann kommt man relativ schnell wieder zu dem Entschluss, dass beide Smartphones natürlich ihre Vor-, aber auch ihre Nachteile haben. Wer nach wie vor so Dinge wie den 3,5 mm Klinkenanschluss, einen Micro-SD-Slot oder auch generell einfach das offenere System haben möchte, der sollte eher zum Galaxy S9 greifen. Das iPhone hat aber natürlich auch seine Vorteile, vor allem was die Kamera, die Performance, zukünftige Updates oder auch das Zusammenspiel mit einem iPad oder auch Mac angeht, sofern ihr den habt. Also wenn ihr eh im Apple-Kosmos drin seid, dann ist das iPhone XS vermutlich die bessere Wahl für euch. Am Ende hängt es also wieder stark von den persönlichen Anforderungen, aber auch von eurem Geschmack und wie viel ihr ausgeben wollt natürlich ab. Es lässt sich festhalten, dass beide Smartphones extrem gut sind und vermutlich zwei der besten sind, die es momentan so zu kaufen gibt. Aber auch wenn das iPhone vielleicht das etwas bessere Gesamtpaket bietet, das Galaxy S9 ist natürlich deutlich günstiger und kostet im Prinzip weniger als die Hälfte. Das sollte man immer mit einbeziehen, zumindest meiner Meinung nach. Das soll es von dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte damit dem ein oder anderen bei der Kaufentscheidung behilflich sein. Wenn ihr euch jetzt für eins der beiden interessiert oder entschieden habt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall noch meine Reviews. Einmal zum Galaxy S9 bzw. S9 Plus. Da werden diese Unterschiede auch nochmal etwas deutlicher. Und natürlich zum iPhone 10 und zum 10S Max. Da bekommt ihr nochmal mehr Infos. Und wie gesagt, ich hoffe, auch das kann euch helfen. Das soll es von dem Video hier gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.